erstmal eine berufliche Pflicht ist. Ich bin erstmal ein Strafverteidiger. Als Strafverteidiger ist das meine Pflicht, Verbrecher zu verteidigen. Ich habe mir den Beruf natürlich selbst ausgesucht. Ich habe ihn mir ausgesucht, weil mich diese Persönlichkeiten interessieren. Mich interessieren Menschen, die diese Grenze überschritten haben, andere zu töten. Verteidige ich ihn genauso, als wenn ich ihn für unschuldig halte. Ich habe Pflichten auszuüben und dazu gehört nicht, dem Gericht gegenüber zu petzen, ob mein Mandant es war oder nicht. Die Täter faszinieren mich. Mich faszinieren die Persönlichkeiten, die diesen Schritt getan haben in etwas, was uns undenkbar erscheint. Wir alle sagen, ich könnte niemals einen Menschen töten. Die haben einen Menschen getötet und es fasziniert mich, was sie dazu gebracht hat. Alle beschriebenen Fälle sind absolute Reality. Die sind so geschehen. Die kann man auch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, auf dem Internet so nachschlagen. Ich habe alle diese Fälle selbst verteidigt, so wie ich auch 250 andere Fälle noch verteidigt habe. Das ist blanke Reality. Ich habe es nicht geschrieben, um einen Literaturpreis zu bekommen. Ich habe es nicht geschrieben, weil ich einen spannenden Kriminalroman schreiben will, sondern weil ich dem Leser eröffnen will, wie Mörder wirklich denken. Und zwar echte Mörder und nicht erfundene Mörder.